Ja, hallo, ist wieder GBF Akkadatenmeister mit dem Let's Play von Die Schicksalsklinge und ja, legen wir doch gleich wieder los im Fex-Tempel in Torval. Und wir haben unsere Jungs ja inzwischen schon mal ein bisschen besser ausgestattet. Wir haben ihnen Kröten heute gegeben und Kettenzeug unter anderem. Was ich jetzt aber nachgelesen habe, ist, dass Kettenzeug einen Bonus auf den Rüstungswert gibt plus 1. Und Lederzeug genauso, ist aber leichter. Das heißt, die können mehr tragen. Oder aber wir geben den Plattenzeug, die zwei, die es tragen können, nämlich hier unseren Krieger und unser Zwerg, und die kriegen dann plus 2. Und ich möchte das gerne haben, weil ich die beiden jetzt als Nahkämpfer etablieren möchte, damit sie eben entsprechend. Oh, der hat schon Plattenzeug und auch schon Plattenzeug. Nee, dann ist ja alles gut. Dann müssen wir bloß eben das Kettenzeug von Made und Helle austauschen gegen Lederzeug. Weil das hat denselben Rüstungswert und ja, ist leichter. Und in diesem Spiel muss man ein bisschen arg darauf achten, wie viel jemand mit sich rumschleppen kann. Weil das bedingt natürlich auch, was man sonst mit sich rumschleppen kann. Zum Beispiel Beute. Und das Spiel hat auch manchmal die Eigenart, dass man auch Gegenstände verlieren kann, wenn man sie nicht mitnimmt. Beim ersten Mal sozusagen. So, Helle. Also kaufen wir 2 Stück. Und Boppo wird als Fernkämpfer nicht mehr länger tätig sein. Wir werden das mal abgeben an. Ja, an wen geben wir das ab? Wir können. Gulri kann es leider nicht. Made könnte es versuchen. Auch wenn seine Fähigkeiten diesbezüglich sehr, sehr, naja, zu wünschen übrig lassen. Wie wir vielleicht noch wissen. Seine Attack- und Paradewerte mal angucken, hat er Schusswaffen 7, also das heißt, er trifft ja, unter 50%. Das wird ja alles mit einem W20, also einem Würfel mit 20 Seiten, ausgewürfelt. Das heißt, 10 wäre so die Hälfte und ja, 7 ist schon unter der Hälfte von 20, so gesehen. Aber gut, dann ist Made auf jeden Fall jetzt ein Fernkämpfer, was auch besser ist, weil er nicht so starke Rüstung mit sich rumschleppen kann tatsächlich und ich ihn ungern in Nahkampf schicken möchte. Das kann dann schon eher hier. Das kann dann schon eher Boppo übernehmen. Das ist ja auch ein Nahkämpfer im Grunde genommen. Und ich wollte den gerne auch hier dickere, also Schilde und Schilde und Schwerter, Nahkampfwaffen geben, wobei sie den Schaden eigentlich gar nicht machen werden, nicht wirklich. Das ist dann eben nach wie vor den Bogenschützen vorbehalten. Und die Armbrust, habe ich nachgelesen, macht tatsächlich 2 Punkte mehr Schaden, wiegt allerdings auch massiv mehr. Also ein Langbogen wiegt, glaube ich, nur gerade mal so 40 Unzen, also ist gar nichts. Und eine Armbrust wiegt 200. Also das ist schon mehr als das Doppelte und schon mehr als das Vierfache oder Dreifache, je nachdem, wie man das jetzt rechnet. Ich bin kein Mathe-Meister in den Bereichen, was dann das Mehrfache ist und wie man das dann genau betitelt, aber das soll ja auch egal sein. Auf jeden Fall ist das ein bisschen arg schwer. Und ja, deshalb bin ich immer überlegen, wem gebe ich das denn? Gebe ich es Filbert? Kriegt auch schon so einiges mit sich rum. Oder ja, Boppo wird hier Nahkämpfer. Mal sehen, was für Werten, wo er die besten Werte hat. Ja, wie man schon sieht, dank Plattenzeug sind seine Angriffs- und Verteidigungswerte schlechter. Wenn ich jetzt zum Beispiel alle, wenn ich den Helm zum Beispiel auch abnehmen würde, dann hätte er schon 7-7. Also es wäre schon viel bessere Attack- und Paradewerte. Aber ganz ehrlich, die Nahkämpfer, die beiden, die ich hier bei mir habe, funktionieren nur als Tanks. Die stehen eigentlich nur rum und lassen sich von 4 Typen maximal, weil die aus 4 Richtungen kommen können, attackieren und verdreschen. Dafür sind sie da. Das heißt, die brauchen gar keine Waffen, fast eigentlich gar nicht. Oder wenn, dann nur leichte, weil dann kann man denen ein bisschen mehr in die Hand drücken. Geben wir denen noch Schilde mit. Also was haben wir jetzt gesagt? Wir haben jetzt hier 2x Lederzeug, 2 Eisenschilde. Eine Armbrust. Problem bei den Bolzen ist auch, dass die um 1 Unze schwerer sind als Pfeile. Pfeile wiegen, glaube ich, 4 Unzen und Bolzen schon 5. Minimaler Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Und ja, also gut, ich habe jetzt 80 Bolzen, eine Armbrust,
Zwei Lederhelme und zwei Eisenschilde. Mal sehen, was wir da rausschlagen können. Nein, leider nix. Grollo will uns nichts geben. Also gehen wir kurz raus und dann wieder rein. Ins Vergnügen. Wobei, ich stelle gerade etwas fest. Ich glaube, ich nehme gerade ohne Sound auf, kann das sein? Das müsste ich dann noch eben hier korrigieren. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Ne, scheint alles richtig zu sein. Okay, Fehlernamen. So, 80 Pfeile. Eine Armbrust. Wissen Sie? Mal sehen, ob der Schaden wirklich so... Oh, kann keine weiteren Gegenstände aufnehmen. So, wie viele Pfeile habe ich denn genommen? 80. Moment mal. Okay, vielleicht muss man erst die Gegenstände auswählen und dann kann man noch 99 Pfeile dazu nehmen. Irgendwie so wird es berechnet. Eisenschilde. Nee, Lederhelme wollte ich nicht. Lederzeug wollte ich haben. So. Armboost. Böse. Und dann nochmal 80 Pfeile. So, jetzt aber. 40%. Auch nicht. Okay, Grollo. Das alte Spiel. Wir können es spielen. Und ich spiele es auch, weil den Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel Geld und ich will das gerne sparen. Später kann ich dir vielleicht was schenken. Würde ich auch gerne machen, also so ist es nicht. Wenn ich dann genug davon habe, nur jetzt am Anfang brauche ich das noch. Zumindest ein bisschen. Ah, Grollo. Grollo ist ziemlich... unwillens, uns heute was zu verkaufen, habe ich den Eindruck. Vielleicht haben wir einfach nur Würfelpech. So. Wie wäre es denn jetzt mit, sagen wir mal, 49%? Auch nicht. Wie wäre es denn mit 44%? Ja, sehr gut, endlich. 29 Dukaten bezahlen wir noch. Sehr gut. Okay. Der Schild geht an unseren Krieger. Man sieht schon, von 700 auf 900, also 200 Unzen wiegt der Teil. Dann kriegt unser Zwerg das auch nochmal, aber der hat schon das Maximale erreicht, was er mit sich rumschleppen kann. Also, boah, geben wir es Torborn oder wem auch immer. Strahmade kann nichts mehr schleppen. Gut, dann muss unser Magier mal ein bisschen herhalten. Gulrik. Gulrik der Schmächtige. Und, ja. Rüstungswert. Jetzt können wir es nochmal vergleichen. Wenn Helle das tragen würde, dann nimm einfach dieses Plattenzeug ab. Wie viel hat sie jetzt? 1156. Hm. 1146. Okay. 10 Unzen weniger wiegt das. Ey, Kleinvieh macht auch Mist. Aber ihr seht, der Rüstungswert ist auch wieder auf 7, also von daher. Und es ist auch ein bisschen passender, dass Waldelfen nicht mit Kettenzeug rumlaufen, sondern eben mit ja, Lederzeug. Weil sie aus dem Wald kommen und ja. Und derartiges. So, wem will ich das noch geben? Ah ja, hier. Made. Made will nichts mehr mit sich umtragen. Vielleicht ist das Seil zu schwer für ihn. Müssen wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Torborn kann vielleicht auch noch ein bisschen was schleppen. Wie wäre es mit dem Rapier? Kann Made dann sein Lederzeug nehmen? Auch nicht. Das ist übel. Gut, dann Torborn, nehmen Sie das Seil. Der kann man schleppen. So, wie wäre es jetzt mit Lederzeug? Ja, jetzt geht's. Und die Armbrust, wer kriegt das Teil? Filbert. Filbert ist der Beste von allen, was Fernkampf anbelangt. Und dementsprechend sollte er auch mit der stärksten Waffe umgehen. Oder leider das maximale Gewicht erreicht. Wir müssen noch ein paar Pfeile jetzt wieder verkaufen. Sie teuer gekauft und jetzt muss er schon wieder fett. Nee, warte mal, der soll sie ja sowieso kriegen. Ja, das ist jetzt hier Management at its best. Verkaufen. Weg. Weg. 40. 20. Auch nicht.
Was für Null. Ich will nicht falschen. Und dann sagt er auch, es freut mich immer wieder, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, bei solchen Kleckerbeträgen halte ich mich nicht allzu ewig auf. Den Bogen. Er muss was abgeben, oder wie? Guri kann den Bogen tragen. Schleppen. Pfeile. Aber kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Dann gibt es immer einen Bobo ab. Aber der kann auch nicht mehr schleppen. Oh mein Gott, was für ein Durcheinander hier. Oh Gott, der kann auch nicht mehr. Eieiei, sag ich da nur. Wie lösen wir dieses Kuddelmuddel jetzt auf am besten? Wir verkaufen erstmal was. Gurik. Warte mal, wir gehen erstmal raus, sonst schmeißt er uns gleich wieder. Jetzt will er den ganzen Tag wieder nichts mit uns zu tun haben. Was ich nicht verstehen kann. Sind das solche sympathische Leute? So, das kommt alles weg. Ja, 16 Dukaten. Gut. Gut. Gurik, du nimmst jetzt die Pfeile. Das Rapier. Streitkolben müsste eigentlich er nehmen, aber kann er nicht. Ich denke mal, Brecheisen und Hammer sind auch schwer. Der Rest natürlich auch hier. Nicht so schön. Man kann ja 24 davon nehmen. Gurik, du bist jetzt hier unser Pfeilmann. Du musst Reservepfeile mit dir rumschleppen. Das ist quasi unser Bewaffnungslager. Bewaffnetes Lager. 5, 6. So. Ja. Okay. Bolzen sind halt etwas schwerer. Gut. Rapier. 1198 Unzen. Ja, Rapier wiegt schon ordentlich was. Ich dachte, Rapier wäre immer so eine leichte Waffe, weil das so ein dünnes Teil ist eigentlich. Eine Stichwaffe. Aber anscheinend wiegt das doch ein bisschen mehr. Verkaufe ich das Zeug einfach. Ich hoffe, unsere Bögen brechen nicht mitten im Kampf, weil sonst müssen wir uns noch mit unseren Fäusten verteidigen. Aber Guru kann ja ein bisschen was rumschleppen. Aber so schwer war das jetzt ja gar nicht, oder? Nochmal Rapier. Rapier, das sind alles Rapiere. Manchmal haben die andere Waffen ja dieselbe Grafik oder Gegenstände. Sollte schon mal vorgekommen sein. So, 1150. Ja, ein Seil ist nicht so leicht. Dann hier soll Helles mit sich umschleppen. Und Bobo hat, kann jetzt auch wieder einiges tragen. Nur Filbert nicht. Ich denke, das sind hier. Das Problem ist dann hier sein Krötenhemd oder dass er nicht so stark ist. Körperkraft 12. Okay, das ist eigentlich nicht schwach. Ich glaube, das ist der Topfhelm da. Dieser Superhelm. Na gut, lasse ich den mal auf dem Kopf. Gurik, du sollst eigentlich die ganzen Kräuter mit dir rumschleppen. Was machen wir denn da? Schwerter, ja. Gut, wenn du schon dabei hast, kannst du das Schwert auch einstecken. Du kannst das Streitkolben auch tragen. So, irgendwo war doch jetzt hier. Hey, das Eisenschild schon verkauft jetzt wieder? Kaufen wir es neu. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Sonst noch irgendetwas? Ja, 30%, auch nicht. Ich glaube, ich will keine ganzen 6 Dukaten und 7 Silbertaler dafür ausgeben, mein Freund. Komm schon, Grollo. Wir kennen uns doch schon so lange. Seit einigen Tagen. Und du hast uns hassen gelernt. Oder zumindest gelernt, dass wir nicht eher weggehen, bevor wir unseren Willen gekriegt haben hier. Zumindest ein bisschen. Spielerisch korrekt wäre es natürlich jetzt eine Nacht zu warten, wenn er uns wieder rausgeschickt hat. Aber welchen Sinn macht das denn?
macht nicht sehr viel mehr Sinn, als einfach raus und wieder reinzugehen, weil er kennt uns sowieso. Ich denke nicht, dass er so ein Kurzzeitgedächtnis hat, zumindest nicht in der Spiellogik oder in der Weltlogik. Besser gesagt, in der Spiellogik ist es wohl so. Gut, 4 Dukaten. Ja, die 2 Dukaten habe ich gespart. So. So, und die haben jetzt Rüstungswert von 10. Und damit sind sie, ja, ich will nicht sagen unverwundbar, aber auf jeden Fall können sie einiges mehr ab. Aber echt, Schuppenpanzer würde ich denen sonst gerne geben, aber der Schuppenpanzer ist erstens arg schwer und zweitens arg teuer. Würde ihnen aber insgesamt dann Rüstungswert von 12 geben. Und dann kann ihnen sowieso keiner mehr was. Also, nicht, dass ich wüsste. Zaubertränke. Ja, die wiegen ja gar nichts. Flöte dürfte auch nix wiegen. Nee, oh Gott, das wiegt 8 Unzen. Das ist ja niedlich. Das ist ja niedlich. Na gut, aber gut, Filbert ist auch mit der Armbrust schwer beladen, aber damit soll er auch nicht Schaden machen. Gut, was haben wir sonst noch hier? Wir müssen unbedingt Gulrik ein bisschen entlasten, indem wir ein paar Rapiere verkaufen. Wir finden genug Waffen im Spiel. Das sollte nicht das Problem sein. Ups. Sell. Sell Gulriks Gedünsel. 30, auch nicht. Meine Güte. Grollo, heute bist du aber auch echt hart am Verhandeln. Vielleicht hat er gelernt durch unsere Eskapaden. Er lässt sich nicht mehr verarschen. Ja, so. 11 Dukaten. So, das will ich haben. Und ich weiß, ich könnte auch ins Zeughaus gehen, nachdem wir uns dann den Auftrag vom Hetman geholt haben. Was wir vielleicht auch mal tun sollten. Die Hauptquest starten, sozusagen. Vielleicht wäre das ganz ratsam. Aber, ich hatte noch was ganz anderes vor. Denn bevor wir den Auftrag für Meister Dramosch erledigen können, ist mir nämlich aufgefallen, dass wir auf der zweiten Stufe auf einen Piraten treffen werden. Und zwar auch nur auf einen. Das heißt, wir werden durch die Erstbegegnung nur die Erfahrungspunkte dann den Bonus bekommen, dass wir, ja, nur einen besiegt haben, einen Piraten. Und ich möchte aber gern mehrere Piraten beim ersten Mal dann schon besiegen. Und wo findet man in diesem Spiel in Torvald dann ihr Piraten? Es ist der berühmte Ort Das Pota. Und Das Pota ist gar nicht mal so weit weg. Wir müssen gar nicht so weit reisen, um dahin zu kommen. Um uns dort dann mit Piraten und einigen Streunern auch noch zu prügeln. Die uns dann entsprechend die maximale Erfahrungspower dafür geben können. Und bevor wir dann dem Meister Dramosch weiter seinen Auftrag weiter angehen, will ich das versuchen. Das ist jetzt die Aufgabe von diesem Video, dass wir das hinkriegen. Das wird ein größerer Kampf. Also stellt euch schon mal darauf ein. Und wir werden unsere erste Reise unternehmen. Aber speichern wir erstmal an dieser Stelle. Und die roten Punkte auf der Karte sind dann Wegpunkte. Das heißt, an diesen Orten kann man dann weiter reisen zu anderen Orten hin. Manchmal sind sie im Süden der Stadt, dann geht man zum Süden der Stadt raus und kann dann die südlichen Orte dann entlang gehen. Oder auch hier, wie jetzt hier im Norden, dann gehen wir nördlich aus Torvald heraus. Und ja, die grauen Felder sind Händler, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Die orangenen sind Tempel, die türkisenen sind entweder Herbergen oder Tavernen oder auch beides. Manche haben beides drin. Und das blaue ist Wasser, das dunkle ist hier Straße und das grüne ist einfach nur Rasen. Und nur das mal kurz erklärt. Und durch den Info-Button hier, da ist er, kriegt man auch eine Information über den jeweiligen Ort, wo man sich gerade befindet. Auch auf der Karte direkt, auf der großen Torvald-Karte. Ja, das ist Torvald, Hauptstadt der Hjaldinger. Das wird wohl die Familie sein, die hier herrscht. Mit ca. 7000 Bewohnern ist sie eine der größten Städte Aventuriens. Ja, da sieht man mal die Verhältnisse. 7000 ist schon eine der größten Städte. Hier findet ihr alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr die Zeit zum Suchen und Verhandeln habt. Tja, und das haben wir. Wir haben die Nerven zum Verhandeln. Zumindest kann Grollo ein Lied davon singen. Lass mich kurz überlegen. Ja. Ja, ich hoffe, wir verpassen nichts, wenn wir die Hauptquest tatsächlich noch ein bisschen liegen lassen, weil die kriegt man tatsächlich. Ja, haben wir die schon gekriegt? Nö, wa? Nö, haben wir noch nicht. Wir waren auch in keiner Taverne und haben es da voll quatschen lassen. Ist eigentlich egal, in welche Taverne man hier geht, man kriegt dann automatisch hier den Auftrag dann vom Hetman, der ruft das dann aus. Und dann kann man zu ihm hingehen. Ja, aber das machen wir das nächste Mal. Wir gehen erstmal raus und dann in Richtung
das blau eingekreist ist dann der Ort, wo wir gerade sind, und rot eingekreist der Ort, wo wir dann hingehen können oder was wir gerade ausgewählt haben. Wir können ja wieder zurück oder nach Wärmhag, hier an der Küste entlang, wie man sieht. Und ja, da sieht man diesen roten Strich, der dann die Straße entlang geht und die Zeit, die vergeht. Und irgendwann heißt es dann, deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen und die Nacht zu verbringen. Und dann schaltet das Ganze ins Lagermenü. Und ja, eine hübsche Grafik mit einer untergehenden Sonne und einigen neuen Buttons. Einerseits Wächter. Wir müssen 3 Wächter aufstellen, damit wir in der Nacht nicht irgendwie von Raubtieren oder anderen Gegnern überfallen werden. Und das lasse ich erstmal Made machen. Der macht die erste Wache, Hoppo macht die zweite und Torben die dritte. Wenn man Leute mehrmals, man kann auch sagen, dass einer quasi die ganze Nacht Wache schieben soll, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er dann jemand einpennt, und das ist natürlich dann ein Risiko, weil wenn die Wache einpennt, dann kann irgendjemand in unser Lager spazieren und greift uns dann mitten in der Nacht an, und dann ja, ist es auch so im Kampf, dass die dann nach und nach erst aufwachen und dass man dann quasi einen Nachteil hat dann natürlich, man ist quasi überrascht worden. So, das nächste ist dann hier dieser Obelix, der so ein Wildschwein jagt, das ist die Grafik, hoffentlich ist das alles Copyright geschützt. Und zwar kann man damit dann hier Wasser und Nahrung finden. Das heißt, wir kriegen dann neue Nahrungspakete. Und auch was zu trinken. Unsere Wasserflaschen werden aufgefüllt. Ja, das lasse ich dann mal den Filbert machen, weil er ist bald 11. Und ja, er sollte wohl was finden. Aber er findet nirgends Wasser. Toll. Und kann auch keine Tiere entdecken. Wunderbar. Perfekt vorgestellt. Filbert, du gehörst echt zu den Deppen. Ja, dann kann man Talente einsetzen, wie zum Beispiel, dass man Gift, Krankheiten oder Wunden heilt oder auch Alchemie. Dann kann unser Zauberer mal zeigen, was er drauf hat, wenn er die entsprechenden Zutaten hat und eine Bronzeflasche. Oder er kann zaubern. Oder irgendwer kann zaubern hier, wer zaubern kann. Entweder meditieren, damit kann man dann Lebenspunkte in Astralpunkte umwandeln. Kann manchmal nützlich sein. Er kann versuchen, den vierten Stabzauber zu sprechen, was ich jetzt aber lasse, weil die Magie könnten wir eventuell im Kampf gebrauchen. Oder sonst generell ein Zaubersprechen aus der ganzen Reihe. Zum Beispiel den heilsamen, den Balsam Salabunde. Und dann gibt es auch noch etwas, was Gulrik jetzt noch machen kann. Ist zwar hier, da taucht eine Hand gerade in den Modder zu einer grünen Pflanze hin. Das heißt Pflanzensuche oder Kräutersuche. Und das ist eigentlich immer die Aufgabe des Zauberers. Der kann dann hier für mehrere Stunden, maximal 9, kann er dann durch die Gegend wandern. Und findet tatsächlich 2 eitrige Krötenschemel, die ziemlich wertvoll sind, soweit ich mich erinnere. So, dann ist die Nacht zwar schon fast ganz rum, aber wir können immerhin für 1-2 Stunden da noch schlafen. Und das steigert dann hier ein bisschen noch hier unsere Astralpunkte. Ich glaube, je länger man schläft, desto mehr regeneriert man. Aber das ist auch nur eine Theorie von mir. Ich lasse nämlich Gulrik immer Kräuter suchen. Man sieht, hat er jetzt hier eitrigen Krötenschemel. Diese sind eitrige Krötenschemel. So, und jetzt sind wir in welchem Ort? Da sehen wir einen von diesen Wegweisern. Das sind normalerweise die Wegweiser auf der Karte. Diese roten Punkte. In Torwall war es da bloß gerade, sah aus wie ein Haus. Warum auch immer. Und das hier ist Wärmhag. Ein 160-Seelennest an der großen Küstenstraße. Die Fischerfamilien, die hier wohnen, sind alle recht wohlhabend. Das sollen wir doch mal auf die Probe stellen. So, und ich renne meist immer ein bisschen so in der Gegend herum, einfach wild, weil dann wird die Karte so ein bisschen aufgedeckt und ich sehe dann hier zum Beispiel an Türkis, wo dann hier zum Beispiel so eine Taverne ist. Zum Tempel heißt dieser Gasthof. Und hier kann man dann natürlich auch essen. Und da wir sehr viel Hunger haben, so wie es ausschaut, und auch ein bisschen Durst, werden wir hier uns dann hier für 31 Silberstücke verköstigen lassen. Mit einer guten Hausmannskost. Ich kann immer am Preis schon sehen ungefähr, ob das jetzt gutes Essen ist oder nicht so dolles Essen ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt satt und der Durst ist gelöscht. Man kann das natürlich auch mit Proviant machen. Allerdings muss man dann jedes Mal dann hier das Ganze zum Mund führen, das Proviant zum Mund, die Wasserschlauch zum Mund und dann gucken, dass hier das alles hier auf Null kommt. Deshalb finde ich es eigentlich immer praktischer, dann in eine Taverne zu gehen oder in Gasthaus, eine Herberge und sich dort dann eben verköstigen zu lassen. Da es sowieso fast Nacht ist, werden wir hier auch verbleiben, um ein bisschen Astralpunkte noch zu regenerieren. Boah, ist zwar nicht so viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und wir haben natürlich auch einen Tempel hier, in dem wir dann speichern könnten, ohne Abenteuerpunkteverlust. Allerdings machen wir das erst im nächsten Ort, nämlich Warnheim.
Und dann gehen wir mal los. Mal sehen, was da passiert auf dem Weg dorthin. Es geht tatsächlich recht schnell. Weil wir laufen an der Küste. Da ist ja nicht viel Gebirge. Im Gebirge wird es dann schon ein bisschen langsamer. Wir teilen unsere Wachen ein. Wir sagen Filbert, er soll ein bisschen was finden. Aber er hat zumindest was Essbares erlegt. Und das kriegt dann aber nicht Filbert, sondern der Erste in der Gruppe. Und das ist dann hier Made. Und er hat jetzt 3 Proviantpakete dazu bekommen. Tja. So, und dann können wir Gulrik nochmal losschicken für 5 Stunden. Aber entdeckt leider keine Kräuter. Na gut. Schlafen wir noch eine Runde. Und die Astralpunkte steigen ein bisschen weiter. Und in einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ein Schild über der Tür weist es eindeutig als Herberge aus. Wollt ihr euren Tagesmarsch beenden und hier einkehren? Könnte man machen. Das ist der Golfblick. Das ist wie eine normale Taverne auf dem Weg. Was ganz cool ist, wie ich finde. Aber da ist noch helllichter Tag. Jetzt können wir auch weiterreisen. Gehen dann raus und automatisch geht's dann weiter. Und schon sind wir in Varnheim. Varnheim ist auf dieser Seite des Golfes von Prem der letzte zivilisierte Ort. Danach kommt nur noch das Pota. Die knapp 400 Einwohner tun alles, um nicht an dieses Piratennest erinnert zu werden. Ja, wahrscheinlich verstecken sie sich in Häusern. Das Pota ist ein Ort, in dem es nur Ärger und nur Kämpfe gibt. Nichts anderes. Das heißt, wir werden in Varnheim auf jeden Fall speichern, falls es wirklich katastrophal enden sollte. In das Pota für uns. Und da sehe ich auch schon den Tempel. Es ist ein Travia-Tempel. In der Gons. Und speichern wir entsprechend an der Stelle. Und gehen so gleich gen Norden. Weil was sollen wir anders noch machen in Varnheim? Da gibt es ein paar Läden und sowas alles. Und ein paar... Kann ein bisschen trinken. Aber ansonsten ist da nichts weiter. Gehen wir zum nördlichen Wegpunkt. Und dann nach das Pota. Aber wir sind zu erschöpft. Das heißt, wir müssen übernachten. Boppo, Torbon... Filbert findet Wasser. Hey, das erste Mal findet er Wasser. Und kann was Essbares erlegen. So viel brauchen wir gar nicht, weil wir essen ja am liebsten in der Herberge. Und Guri kann mal wieder versuchen, ob er was findet. 6 Stunden. Aber er entdeckt nichts. Schlafen wir. Und reisen dann weiter. Und wir finden einen Jäger. Der Weg wird von Meile zu Meile schlechter. In der Ferne könnt ihr eine Gestalt erkennen, die euch entgegenkommt. Auf 100 Schritt Entfernung könnt ihr erkennen, dass es sich offensichtlich um einen Jäger handelt. Ja, mit der Mütze. Wollt ihr den Jäger nach dem Weg fragen, euch über vor euch liegende Gefahren erkundigen, den Jäger grüßen und weiterziehen? Fragen wir ihn doch nach Gefahren. Oh ja, ihr solltet einen Bogen um das Pota machen. Das Nest wird nur von Piraten bewohnt, die so schlimm sind, dass man selbst beim Hetman darüber nachdenkt, den Ort auszuräuchern. Das Beste, was euch dort passieren kann, ist, dass man euch grün und blau schlägt, ausplündert und wieder aus das Pota herausschmeißt. Ein übles Kaff. Wohlgemerkt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Ein übles Kaff, ja. Und wir wollen da rein. Und wir schaffen es auch noch vor der Dunkelheit. In diesen Ort. Ja. Und das Pota ist zumindest dem Anschein nach, ich renne mal so ein bisschen hin und her, gefüllt, man kann auch im Norden wieder rausgehen, angefüllt mit, ich sag mal, Läden und, ja, was sind das nochmal? Bordelle? War das Bordelle? Es gibt, glaube ich, nur ein Bordell oder im ganzen Spiel und da kann man sowieso nichts machen. Ich glaube, das gab es dann nur in DSA 3, wurde dann tatsächlich mal ein Bordell eingefügt in Riva. Und Raya-Tempel gibt es hier, glaube ich, auch nicht in dem ganzen Spiel. Normale braune Häuser. Und eben hier Gasthäuser, aber die sind alle vollgestopft mit Gegnern. Alle vollgestopft mit Piraten und Streunern. Und man kann es sich sehr leicht verscherzen mit den Leuten hier. Weil die es auch drauf anlegen, es sich mit ihnen verscherzen zu lassen. Aber ich habe ein bestimmtes Gebäude im Sinn und das ist... Wer ist das Ding nochmal? Das Piratennest oder irgendwie so. Das ist dieses Teil hier, da wo mein Pfeil gerade hinzeigt. Dieses Gebäude. Denn dort befinden sich die meisten Piraten. Und man sagt zwar, man soll erst ab Stufe 3 nach das Pota gehen, aber wir machen es schon auf Stufe 1. Ich denke, es könnte wohl klappen. Und ja, um die maximalen Erfahrungspunkte zu holen, um dann nach Torvald zurückzukehren, um dann den einen Piraten da unten in Dramosch zwingfeste platt zu machen. Okay, gucken wir mal, wie es läuft. Es ist ein Spieler. Nee, warte mal, ich bin falsch. Was
kann man zum Glück mit Rechtsklick einfach abbrechen. Wir müssen nach rechts uns wenden, in das Gebäude. Ich weiß gar nicht mehr genau, was Lila eigentlich für eine Farbe war. Auf jeden Fall ein Heiler war es, glaube ich, war es? Ein Heilergebäude normalerweise. Hier ist es auf jeden Fall in das Boot, also ist nichts davon. Ein Pirat. Arr. Als ihr die Türe öffnet, ist in der Kneipe gerade eine wüste Schlägerei im Gange. Stühle und Tische fliegen durch die Luft und mittendrin ein hektischer Wirt, der versucht zu retten, was zu retten ist. Einige Sekunden könnt ihr euch unbemerkt am Eingang aufhalten, bis euch einer der Männer vor die Füße fällt und euch bemerkt. Was steht ihr da so herum? Brüllt er euch an. Die Säbel haben uns überfallen. Tja. Und da wir auf Ärger aus sind, ganz im Munchkin-Stil, sagen wir nicht na und, sondern wir sagen, haut die Säbel auf den Schnäbel. Der Mann starrt euch ungläubig an. Dann brüllt er, Verräter! Schlagartig wird es im Raum still und einige Dutzend mehr oder minder beschädigte Gesichter wenden sich euch zu. Das ist die Kneipe Piratenkönig. Ja, so heißt sie. Und dann beginnt der Kampf. So, und wie ihr seht, wir stehen unten links da in dieser Tür drin und werden gleich massiv attackiert werden. Ich muss Helle ein bisschen positionieren, damit sie auch entsprechend schießen kann. Weil sie kann sichern erstmal und die anderen angreifen lassen. Torbjörn wird mutig vorrennen, um sich dann von allen Seiten behaken zu lassen. Weil die Gegner greifen immer den nächstbesten an, der gerade neben ihnen steht. Und dasselbe werde ich mit Beppo machen. Der kann dahin laufen. Gut. Ich glaube, ich alle Felder um sie herum tendenziell belegt mit Gegnern. Die fangen die sozusagen ab, also unsere Nahkämpfer. So, Made kann sich leider kaum bewegen. Hat dafür einen Bogen bei sich, trifft aber natürlich auch nicht. Und die Gegner schießen mit Wurfdolchen oder Langbögen auch. Und Gulrik kann sich ein bisschen in der hinten halten erstmal. Weil er ist kein Nahkämpfer und seine Magie wird eventuell benötigt. Interessant, dass die Gegner auch mit der Fernkampfanimation angreifen können. So, und jetzt schlägt die große Stunde von Philbert. Ich hoffe, dass es eine große Stunde auch ist. Irgendwie kriege ich noch keinen ins Schussfeld. Warten wir eben ab. Und ich greife immer den nördlichen an, wenn ich schon im Nahkampf bin mit meinen zwei Tanks. Das können wir am leichtesten merken, dass die dann immer im Norden angreifen. Wobei hier im Süden wahrscheinlich besser wäre. So, Made kann nichts machen. Oder doch, er kann den da angreifen. Den Streuner. Und trifft sogar für 9 Schadenspunkte. Hey, dafür, dass er nicht gut mit dem Bogen umgehen kann. Dafür wird Philbert getroffen. Was für eine Schmach. So, du gehst 2 Schritte vor und kannst dann nochmal was ist das hier? Rechts. So. Sagen sie einfach rechts. Ja. So. Jetzt kann Philbert vielleicht schon wieder nichts tun, so wie es aussieht. Sei nicht, bewege ihn hier hin. So. Ja, für 8 Schadenspunkte. Armbrust ist schon nicht schlecht. Wie sich zeigt. Und Made kann jetzt sich plötzlich für 5 Punkte wieder bewegen. Das heißt, er geht einen zurück und kann nochmal schießen. Vielleicht, weil er einen Bolzen verschossen hat. Und jetzt ist er wieder in dem Bereich, wo er nicht nur 3 Bewegungspunkte hat, sondern gleich 5. Ha. Das ist ja interessant. Philbert schießt den Streuner ab. Sehr gut. Na gut, 6 Schadenspunkte. Ich will die Armbrust mal richtig in Aktion sehen. Also richtig, richtig. Helle kann auf den Streuner schießen. Ja, jetzt ist sie auch gerade wieder im Nahkampf drin. Das sollte eigentlich nicht passieren. Der Pirat muss irgendwie drumherum laufen. Oder er flüchtet schon, das wäre natürlich super. Beweg dich nach dort. Wird aber gleich wieder vom Piraten verfolgt.
Filbert, kümmere dich um den Streuner. Ach, schon wieder nur 6. Du hast eine Armbrust, Mann. Nutze sie mit aller Macht. Ich bitte darum. Dezent. Helle, kümmere dich. Vergiss den Piraten in deinem Rücken. Triff diesen Streuner. Solange kannst du nämlich schön blockieren. Und der Streuner läuft auch schon weg. Sehr gut. Wow. Gulrik wird irgendwie zum Ziel auserkoren. Versteck dich, Gulrik. Hinter der Wand. Niemand hat dich bemerkt. So, Filbert hat Schussreich, Schussweite auf Pirat. Und trifft für 10 Schadenspunkte. Jawohl. Vielleicht flieht er jetzt schon gleich. Das ist natürlich super. Trifft einen Streuner. Gut. Gulrik, warten Sie ab. Die Zeit wird kommen. Eines Tages. Marder wird getroffen. Ja, ist nicht so gut gepanzert. Er und Gulrik werden ein Rückzugsgefecht machen. Helle wird auch getroffen. Nicht so schön. Man kann im Kampf leider keine heilsamen Balsamsalabunde einsetzen. Nur Heiltränke. Das muss man immer bedenken. Einmal vergesse ich das. Gulrik kann sich ein bisschen so platzieren, dass er vielleicht magisch unterstützend eingreifen kann. So, Helle. Muss dringend diesen Streuner loswerden. Noch keinen getötet. Die sind alle erst geflohen. Ah, der flüchtet. Gut. Jetzt sind wir die Streuner schon mal los. Die Piraten sind eigentlich die gefährlicheren Gegner. So, der Pirat müsste eigentlich bald genug haben. Ich werde jetzt was anderes machen. Und zwar werde ich Helle ein bisschen entlasten, indem ich hier Blitz auf einen dieser Piraten spreche. Das ihn für 3 Runden kampfunfähig machen wird. Ja, Gulriks Einsatz. Sehr gut. Und hey, Nahkampftreffer. Mit dem Streitkolben. Angriff abgewehrt. Nein. Made wird getroffen. Made, Rückzug. Yeah, für 6 Schadenspunkte. Gar nicht so schlecht. Er kann sich ein bisschen zurückziehen und schießen. Ja. Yeah. Triff den Piraten, der dir dauernd auf den Hintern gehauen hat. Lass dir das nicht bieten, Helle. So, Filbert. Mega Armbrust. Angriff von Boppo misslingt und Boppo trifft Boppo. Hey, ja, das kann auch passieren. Ein kritischer Fehlschlag, der einen dann selber trifft. So, Filberts Armbrust. Ja, okay. Boah, der ist auseinandergeflogen. Ja, jeder Gegnertyp hat eine eigene Sterbeanimation und die Piraten explodieren in einem Brei aus Grün und Rot. Ich glaube, das machen... Nee, Goblins und Orks machen das gar nicht. Die zerfallen zu Skeletten. Ich weiß nicht, warum Piraten gerade so auseinanderfliegen. Das ist schon fast erschreckend. Aber hey, das soll mein Schaden nicht sein. Das soll deren Schaden sein. Torborn ist nicht gerade der beste Schutzschild. Der wird von 2... von 2 Streunern nur angegriffen und er sollte eigentlich die ganzen Piraten aufhalten. Gulrik platziert sich. Platziert sich zum Zaubersprechen. Helle schießt Piraten ab. Made macht klassisches Rückzugsgefecht. Zum Glück können auch Angriffe von der KI misslingen. Oh. Der Pirat taucht sogar noch auf, obwohl er schon tot ist. Da ist noch kein Brei in der Grafik. Warte mal, wie viele Bewegungspunkte habe ich? 5. Das heißt, ich müsste mich so bewegen. Dann kann ich den erwischen, den geblendeten Piraten. Das ist gut. Torborn trifft einen Streuner. Ja, sehr gut. Für 6 Schadenspunkte sogar. So, und wir zaubern Blitz auf den Piraten, der Made bedrängt. Unterstützender Angriff, sozusagen. Abwarten. Helle. Geh da rum. Trifft den Piraten, jawohl. Klanker, die Klanker. Tja. Jetzt kann Made in Ruhe auf den Piraten schießen. Haut natürlich daneben.
direkt neben ihm steht und gar nichts sieht. Der ist zu nah. Helfen wir Made doch ein bisschen mit der Armbrust. Jawohl. Made selbst kann auch drauf schießen und trifft sogar für 9 Schadenspunkte. Wow. Ja, die Armbrust hat mich bis jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Sie macht zwar sicher tendenziell mehr Schaden, aber irgendwie wiegt sie auch viel zu viel. So, gut, der Pirat flüchtet. Erfahrungspunkte kriege ich trotzdem. Und die Gegenstände. Das lassen die wohl alles fallen, sobald sie fliehen. Uah, lassen sie alles fallen und stehen und liegen. So. Ja, ich könnte mich dieses Streuners mal annehmen. Traubon kann auch mitmachen. Vielleicht reicht das ja schon aus, ihn zur Flucht zu bewegen. Nee, anscheinend noch nicht. Ich denke nicht. Helles zweiter Angriff. Wow. Der dürfte schon so 15 Lebenspunkte auf jeden Fall verloren haben. Philbert bewegt sich an eine Position, wo er alle Seiten attackieren kann. Ja, yeah. Der Pirat dürfte bald die Schnauze voll haben. Vielleicht wird Martin sogar töten. Nein, leider nicht. Warten wir ab. Streuner treffen. Ah, der Pirat hat die Nase voll und die flüchten sogar mal in eine andere Richtung. So, Korrekt wartest. Der Streuner hat auch die Nase voll. Made ist entlastet. Es sei denn, er könnte ihn noch auf die Entfernung treffen. Mal sehen. Nein, na, schade. In der nächsten Runde ist er dann weg. Aber, guter Versuch. So, jetzt haben wir noch den ganzen Haufen Piraten, die auf den, um den Zwerg rumstehen. Vor uns. Wir müssen uns erstmal dieses lästigen einen Piraten noch entledigen. Danach können wir sie schön behaken mit Pfeil und Bolzen. Weil sie sind ja mit dem Zwerg beschäftigt. Und das ist das Schöne. Das ist das Wunderschöne. Oh Mann, da hat noch einen Versuch. Einen Versuch hat er noch. Nein! Gott. Ja, man kann nicht alles haben, so wie es scheint. Du brauchst nicht zaubern. Oh, Kulrik wird getroffen. Oh, scheiße. Er hat sich aus seiner Deckung rausgewagt. Das war ein Fehler. Das war der Fehler des Jahres. Wir müssen unbedingt Kulrik retten, bevor er niedergemetzelt wird. Da sieht man, was Rüstungswert für einen Unterschied macht im Spiel. Die Zwerge werden dauernd behakt und passiert nichts. Und Kulrik wagt sich einmal raus und wird gleich für 8 Lebenspunkte getroffen. Oh, jetzt habe ich ihn selber... Oh Gott. Tut mir leid, Kulrik. Oh Gott. Flüchte. Flüchte bloß. Oh mein Gott. Oh, ich habe... Ja, man kann sich zwar nicht selber treffen, kann Selbstmord begehen, aber man kann seine Kollegen abschießen. Das wird Ärger geben. Das wird Gurik nicht gefallen. Der ist jetzt so angepisst. Nachvollziehbarerweise. Und dafür darf der Pirat auch explodieren. Helle hat ihn gerecht. Gurik so, ja danke Helle, aber hier Made. Oder was, Philbert? Wer von euch beiden war es nochmal? Im Getümmel war alles so unübersichtlich. Oh, aber das war jetzt wirklich mein Bedienungsfehler. Da kann ich keinem anderen die Schuld geben. So meine Idiotie in der Hinsicht. Eieiei. Hat sich so schön rausgehalten aus allem und dann passiert sowas. Wie von seinen eigenen Freunden abgeballert. So. So, und jetzt entledigen wir uns der restlichen Piraten. Wenn Gurik da verwundet steht. Wie ist das passiert, ihr Penner? Armer Gurik. Hat alle gerettet mit seinen Zaubern und dann passiert ihm sowas. Das hat er nicht verdient. Oder doch? Nein, hab ich nicht. Torborn. Abwehr von einem Streuner misslingt und trotzdem kein Schaden? Toll. Kann Made jetzt mal auf den Piraten schießen. Und für 9 Treffer. Für 9 Punkte treffen. Für 9 Trefferpunkte treffen. So muss man das eigentlich sagen. Das klingt natürlich entsprechend schön. Für 9 Trefferpunkte treffen. Tun. Ja. So. Und hier gehen sich die Bolzen aus hier. Das könnten wir langsam ein Problem kriegen. Ich denke, wir haben uns gut eingedeckt. Gut, schleppt ja auch noch den ganzen Rest mit sich.
von daher. Hey, Made macht sich. Trotz seines schlechten Schusswerts. Made macht sich. Yeah. Komm, du kannst nochmal treffen. Ja, und das tut er auch. Oh mein Gott, Made. Gurik so, ja, wenigstens trifft er jetzt die richtigen. Ja, immerhin. Oh, Boppo hat sich wieder selber getroffen. Wahrscheinlich würde er durch sich selber sterben, als durch die Gegner. Oh mein Gott. Deshalb sollte man dem vielleicht nicht so starke Waffen mitgeben. Oder ein Pirat haut schon ab. Soll er doch. Ja, mit anderen Pennern zu tun. Unter anderem aus den eigenen Reihen. Miese Sache das. Miese Sache das. Streuner, stirb mit einem Frauenschrei. Warum auch immer. Helle Stimmen haben die Streuner in diesem Spiel, muss ich sagen. Oh, ja. Fibber, du könntest jetzt Boppo in den Rücken schießen. Aber das wollen wir nicht. Damit treffen wir Piraten für 9 Trefferpunkte. Und Torborn kann auch mal was tun. Wir versuchen, den einen Piraten nur durch Nahkampf zu besiegen, aber ich glaube, das wird nichts. Fernkampf ist einfach das A und O. Gerade überlegen, ob das auch für Skelette galt. Normalerweise sind Skelette ja immun gegen, zumindest in Gothic, immun gegen hier, oder haben zumindest sehr, sehr hohe Resistenz gegen irgendwelche Stichangriffe wie Pfeile oder Lanzen oder Rapiere. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Müssen wir eventuell mal ausprobieren. Zwingfeste gibt uns da eine Möglichkeit. Okay, Mada hat sich rehabilitiert, zumindest in meinen Augen. Was mit Gurik ist, weiß ich nicht. Aber dafür, dass er so ein schlechter Schütze ist, haut er ja ordentlich was raus. Also ich bin nochmal positiv überrascht. Gurik knirscht mit den Zähnen. Er blutet. Okay, er blutet ja nicht nur wegen hier Mades Fehlverhalten. Oder Filbert. Die Kamera wird es zeigen. Wer jetzt genau dafür verantwortlich war. Aber ich sage jetzt einfach, das war Made. So. Er bietet sich halt einfach dafür an. Er ist ein Streuner. Streuner macht sowas. Nicht, dass Filbert sowas machen würde. Muss immer noch lernen, mit der Armbrust umzugehen. So, Made, dein großer Einsatz. Wirst du den platzen lassen? Ja! Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Okay. Der trifft besser als Filbert. Ich glaube, er hat mehr Schaden gemacht in diesem Kampf hier als Filbert. Was schon ziemlich erschreckend ist. Helle, du kannst nochmal da zeigen, was du drauf hast. Oder Made, du kannst auch nochmal zeigen, was du drauf hast. Aber trifft nicht. Diesmal hat er nicht getroffen. Könnt ihr den im Nahkampf fertig machen, diesen Piraten? Nee, er läuft weg. Ui, und das war ein Kampf, ein Riesenkampf. Und ja, oh, die haben viele Gegenstände fallen gelassen. Wir werden nicht alles mitnehmen. Das Pota ist bekannt dafür, dass es dort einige magische Waffen gibt, die teilweise unzerbrechlich sind. Oder hier Angriffswert erhöhen oder die Pflanzenkunde erhöhen oder einen niedrigeren Bruchfaktor haben. Oder ein Kettenhemd, das sogar so gut ist wie ein Schuppenpanzer. Was ich gerne haben möchte. Alles andere jedoch, oder und eine Orknase, die berühmte Orknase. Alles andere jedoch ist dann nicht magisch. So, die Skryas sind nicht magisch und geben nicht viel Geld, die Entermesser nicht, die Dolche nicht, die Schnapsflaschen sind nicht magisch. Gut, kommt auf an, wen man fragt. Silberschmuck können wir verkaufen für 2 Silbertaler auf jeden Fall. Entermesser, Dolche, Streitäxte, nee. Streitaxt, Säbel, Dolche und Goldschmuck. Den Goldschmuck nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil, die kann man auch gut verkaufen. Für 10 Dukaten zum Beispiel. Ja. Und sonst noch was, wir können ja mal eine Streitaxt mitnehmen, wobei die ziemlich schwer ist. Um zu sehen, wie viel wir dafür kriegen. Und ein Entermesser vielleicht auch. Ein Säbel können wir auch noch mitnehmen. So, den Rest nicht. Machen wir einen Rechtsklick. Lassen wir hier so liegen. Und wir bekommen 348 Abenteuerpunkte. Gerecht aufgeteilt auf unsere 3 Leute. Und hier sehen wir die Kneipe Piratenkönig, die jetzt leer ist. Tja. Den Raum haben wir leer gemacht. Und sind noch recht unbeschadet, abgesehen von Gulrik, aus der Sache rausgegangen. Dafür darf Filbert dann auch einen Heilzauber sprechen. Auf Gulrik. Ist natürlich leider misslungen. Versucht das halt nochmal.
Und gebe ihm mal 15 wieder. Oh, nee, ich habe den falschen geheilt. Filbert, heile bitte Gurik. Da misslingt das. Filbert, bitte heile Gurik. Oh mein Gott. Helle, wärst du so freundlich? Scheinbar ist das die einzige Freundin, die Gurik hier hat in der ganzen Bande. 15 Lebenspunkte. So, fast wieder auf Maximum. Schlimm, schlimm, schlimm. So, aber wir sind jetzt schon ganz nah an der ersten, an der zweiten Stufe. Denn konträr zu dem, was ich letztes Video gesagt habe, ist der erste Stufenaufstieg nicht nach 150. Das ist, wäre dann die Hälfte vom dritten Stufenaufstieg, nämlich 300 Erfahrungspunkte, Abenteuerpunkte. Sondern schon bei 100. Das heißt, wenn hier irgendjemand 100 Abenteuerpunkte hat, ist er in der nächsten Stufe. Und Made ist voll mit Gold beladen. Und Streitaxt wiegt wohl sehr schwer. Genauso wie Säbel. Also wir sind gut beladen, so wie es ausschaut. Und wir haben jetzt hier eine Butze leer gemacht. Die Kneipenkönig. Piratenkönig. Die Piratenkneipe Kneipenkönig. Ne, die Piratenkneipe Piratenkönig. So. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch raus hier. Nach Warnheim. Und wir übernachten hier. Und beten zu den Göttern, dass wir nicht überfallen werden. Kann zumindest was Essbares erlegen. Aber so hungrig sind wir gar nicht. Zumindest ist der Hungerwert... Okay, das sah gerade sehr merkwürdig aus. Ich dachte schon, jetzt fangen die Bugs an hier. Gurik kann nochmal 4 Stunden auf die Suche gehen und findet immerhin 2 Weselkräuter. Schlafen wir und regenerieren etwas Lebens- und Astralenergie. Und da kommt wieder der Jäger. Der steht immer an dieser Stelle. Und nach Gefahren, die kennen wir schon, fahren wir nach dem Weg. Ihr seid auf der Straße von Warnheim nach Daspota. Und da seid ihr ziemlich allein, denn der Weg wird kaum noch genutzt. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Doch, ich kann es verstehen. Inzwischen kann ich's. Ups. Ich will mal nur, ja, ich will auch keinen Ärger mit dir haben, Kumpel. Ich bin bloß ein bisschen zu schnell gelaufen. Naja. Schwert und Schiff. Eine Taverne. Gehen wir Roos. Nee. Ich muss in ein Gasthaus. Vielleicht in einen Waffenladen. Oder Olgarda Nordfahrer. Da können wir unser Zeug verkaufen hier. 2 Silbertaler und 10 Dukaten. Gucken wir mal, was wir da rausschlagen können. Scheint nichts. Lassen wir es auch bei ihr. Wenn sie es nicht haben will. Eigentlich wollte ich hier nur noch mal eine Runde übernachten. Nach diesem harten Kampf. Es ist Rolfs bescheidene Hütte. 20 Silberstücke. Immerhin gute Hausmannskost. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und wir bleiben eine Nacht im Schlafsaal. Ah, können uns regenerieren. Ah, schon sieht's besser aus für uns. Speichern. Und dann nach Torval eigentlich zurückkehren, weil dann haben wir unsere Erfahrungspunkte und können dann hier den Auftrag für Dramosch zu Ende bringen. Wollen wir hier übernachten? Können wir machen. Essen wir ein bisschen... Oh, sogar ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier sättigt uns. Kostet zwar ein bisschen was, aber das lassen wir uns auch nicht nehmen, dann hier zu übernachten. Astralenergie wieder. Ja, und tauchen rechtzeitig noch in Vermark auf. Rechtzeitig für eine Übernachtung in einem Gasthof. Oh, okay, die Läden haben schon zu. Das heißt, wir müssen uns dann eben hier im Schlafsaal verdingen. So, und nach Süden geht's jetzt nochmal. Nach Torval zurück. Kleiner Exkurs nach Daspota. Ich könnte auch die ganzen magischen Gegenstände, können wir auch schon besorgen, wa? Eigentlich haben wir den schwersten Kampf in Daspota schon hinter uns, so gesehen. Hm. Vielleicht eine Überlegung wert. Verdächtigen. Man findet Filbert ein bisschen Wasser. Und Gurik kann 9 Stunden jetzt mal Kräuter suchen. Und findet eine 4-blättrige Einbeere. So ziemlich die billigste Pflanze im ganzen Spiel. Dafür hast du 9 Stunden gebraucht.
Was erwartet ihr? Ich wurde angeschossen. Ja, so. Und da sind wir wieder schön zurück in Torval. Speichern. Und verkaufen den Kram an unseren alten Freund Grollo, Sohn des Gumblatt. Nee, der will ja gar keine Schmuckstücke haben. Immerhin die Streitaxt. Die nimmt uns für einiges ab. Nicht schlecht. Für 8 Dukaten. Und gibt uns dafür sogar 12. Gut. Was ist mit hier dem Entermesser? Für 3 Dukaten. Säbel für 4 Dukaten. So, macht das 7. Ein bisschen Falschpower. Geben wir dafür sogar 10. Jawohl. Ja, wir machen uns. Langsam haben wir den Dreh raus. Würde ich sagen. So, 15 Bolzen an Filbert abgeben. Und ja, die Frage, geben wir seinen Bogen zurück und seine Pfeile? Kann sonst so wenig tragen, ne? Ich will mal sehen, dass wir unser hier Schmuck besser loswerden. Aber an einer Straßenecke sitzt ein einbeiniger Mann, der euch flehentlich eine Hand entgegenhält. Eine milde Gabe, um Travias Willen. Verzieht euch. Könnt ihr eigentlich nur Leute belästigen? Nun denn, nehmt dieses Goldstück. Und jetzt meine Frage, was ist hier das Goldstück? Also Silbermünzen werden es dann wohl nicht sein. Ein Heller wird es wohl auch nicht sein. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass es irgendwie aus Kupfer war. Also geben wir dem jetzt einen Dukaten. Das also ist ein Goldstück gleichzusetzen mit einem Dukaten. Wie von Wunderhand gesundet, macht der Bettler einen Satz und will verschwinden. Als ihr ihn verwundert anseht, grinst er. Berufsgeheimnis. Er war doch einbeinig. Jedoch, umsonst ist er tot, sagte mein Vater immer. Möglicherweise hilft es euch, etwas zu wissen. Ah. Ja, die Bettler geben Infos. Der Hjaldingar-Turm ist ein prima Aussichtspunkt. Und dort könnt ihr fast bis nach Prem sehen. Ja, das liegt ja auf der entgegengesetzten Seite von der Bucht von Prem. So heißt sie, glaube ich. Ich das mal kurz zeige. Unsere Karte. Das ist dann hier Prem. Da. An der Stelle. Und genau gegenüber liegt dann Torval. Das sind die zwei größten Städte, wenn man hier, glaube ich zumindest, wenn man Fexkar mal außen vor lässt. So. So viel dazu. Ich will mein Gold noch loswerden. Ist heute Markttag? Ja, wir haben Glück. Also zum Krämerstand. Und, wow, können wir sogar für 3 Silbertaler verkaufen. Und 14 Dukaten. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Und, ich versuche 50% rauszuschlagen, aber das wollen sie nicht. 40%? Auch nicht. Okay, dann eben nicht. Gehen wir mal auf den Krämerstand und versuch's nochmal. So. Na, komm schon. Ja! 63 Dukaten, 9 Silbertaler, jawoll. Oh, wir haben fast 200 Dukaten hier. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir noch einen anderen Krämer finden, der mir... Ne, wir wollen nicht einbrechen. Gibt mir nur Ärger. Liskolf der Leise, nein. Upo von Aldershusen. Na, gibt immer ein 12 dafür. Das war nicht so viel wie auf dem Marktplatz. Es lohnt sich, auf den Markt zu gehen. Zumindest für unser einer. Verkaufen wir den Rest auch noch. Ja, yeah, und 21, jawohl. Und wir haben es über 200. Top. Die Ausbeute hat sich schon mal gelohnt, dass wir da hingegangen sind. Nach Das Prota. Kleiner Exkursus. Und nicht nur das, wir haben auch die Erfahrungspunkte bekommen. Ein bisschen Kräuter unserer ersten. Und die Armbrust getestet. Und festgestellt, dass Made anderen Leuten keine Rücken schießt. Aber ja. das macht er nicht gerne, aber es passiert halt. Passiert halt im Eifer des Gefechts. So. Und werden wir uns irgendwann mal den Auftrag vom Hetman holen in irgendeiner Taverne? Ich weiß es nicht. Wir werden uns erstmal beim nächsten Mal dann wieder mit Meister Dramoschs Auftrag beschäftigen und in die zweite Ebene hinabtauchen. Und ja. Das war GBF Akademeister mit einem etwas längeren Video. Und ich sage, bis dahin. Macht's gut.